Die Jahre kommen, und gehen. Geschlechte steigen ins Grab. Doch nimmer vergeht die Liebe, die ich im Herzen hab. Nur einmal noch möchte ich dich sehen und sinken vor dir aufs Knie und sterben zu dir sprechen. Madame, ich liebe sie. Die Heimkehr ist der seligen Friederike Farnhagen von Ense gewidmet. Und ich darf mich rühmen, der Erste gewesen zu sein, der diese große Frau mit öffentlicher Huldigung verehrte. Es war eine große Tat von August Farnhagen, dass er, alles kleinliche Bedenken abweisend, jene Briefe veröffentlichte, worin sich Rahel mit ihrer ganzen Persönlichkeit offenbart. Das Buch kam trostbedürftig zur rechten Zeit. An Heinrich Heine in Hamburg. Dienstag, den 21. September 1830. 5 Uhr Nachmittag. Sonnentag. Nach einer kleinen Ausfahrt, einem kleinen Diner, einem kleinen Nachmittagsschlaf. Ich hatte einen Tag, wo ich wegen Nervenaffekts und Rheuma ein Schwefelbad mit all den Übeln im Körper hatte und nur aus ungefähr nicht daran tot blieb. Gemelkt fühlte ich mein Herz, unfähig meinen Körper. Seitdem habe ich gelacht, geredet, gedacht, die Honneur der Tage gemacht, wie immer, und bin durch nichts in meinen Ansichten und Meinungen gestört. Hepp ist mir so wenig unvermutet als alle andere Undurcht. Die Pockenmaterie muss raus, Schminke hilft nichts und wäre sie mit Hausanstreichpinseln aufgekleckst. Unsere Krankengeschichte ist allein unsere Geschichte. Alle haben wir mit gefressen und das muss wieder heraus. Es ist, als ob die Rahel wusste, welche posthume Sendung ihr beschieden war. Sie glaubte freilich, es würde besser werden und wartete. Doch als des Wartens kein Ende nahm, schüttelte sie ungeduldig den Kopf, sah Farnhagen an und starb schnell, um desto schneller auferstehen zu können. Geschrieben zu Paris im Frühjahr 1837. Rahel, damit Sie mich kennen. Hörspielserie von Christine Nagel. Teil 10. Die Pockenmaterie muss raus. An Rahel, Wien, den 22. September 1830. Im vergangenen Jahre fielen mir die Reisebilder von Heine in die Hand. Und früher schon hatte mir jemand, ich weiß wirklich nicht mehr wer, gesagt oder geschrieben, dass Heine bei Ihnen in besonderer Gnade stehe. Sie können sich leicht vorstellen, dass ich in der politischen Gesinnung des Verfassers die meinige nicht wiederfand und dass mir überdies manches Inkorrekte, Ultra-Originelle in dieser Schrift zuwider sein musste. An Gens in Wien. Trübes Regen-Nebelwetter. Heine wurde uns vor mehreren Jahren zugeführt, wie so viele und immer zu viele. Da er fein und absonderlich ist, verstand ich ihn oft und er mich, wo ihn andere nicht vernahmen. Das gewann ihn mir und er nahm mich als Patronin. Nichtsdestoweniger las ich die drei Bände mit vielem Vergnügen, weil ein großer Teil der eingestreuten Gedichte, nicht alle, mich in höchstem Grade anzogen. Ich lobte ihn wie alle gern und ließ ihm nichts durch, sah ich's vor dem Druck, doch das geschah kaum. Und ich tadelte dann scharf. Erst vor einigen Tagen entdeckte ich sein bereits im Jahr 1827 gedrucktes, mir aber bisher unbekannt gebliebenes Buch der Lieder, worin ein Abschnitt Ihnen gewidmet ist. Mit einem Male bekam ich sein fertiges, eingebundenes Buch von Hamburg, wo er war, die Zueignung an mich drin. Ich entschloss mich daher gleich, diese Lieder zu lesen. Tun konnte ich nach vollbrachtem Attentat nichts als ihm schreiben. Mehrere missfielen mir, weil sie gar zu nachlässig, ich möchte sagen gar zu liederlich hingeworfen, kaum mehr an die Form der Poesie erinnern und einem Tischgespräch ähnlicher sehen als Gedichten. Nun sehe ich es völlig ein, weshalb man bei Fürstinnen erst die Erlaubnis erbittet, ihnen ein Buch zueignen zu dürfen, etc. Aber eine gewisse Anzahl wirkte auf mich mit einem unbeschreiblichen Zauber. Wir blieben uns aber hold nach wie vor. Und an diesem ergötze ich mich fortdauernd. Und Sie haben mir jetzt durch ihn ein großes Kompliment gemacht. Ich bewundere in diesem Augenblicke den Mut, der dazu gehörte, um Ihnen eine solche Reihe gewiss höchst unerwarteter Bekenntnisse abzulegen, um Ihnen zu sagen, dass ich mich verjüngt fühle, dass ich liebe, dass ich eine Tänzerin anbete
und dass ich mit Heine sympathisiere. Feiner Regen in dunstigem Wetter. Sie sind aber auch die einzige Person in der Welt, gegen welche ich das wagen würde. Auch ich, teurer Schmeichelfähiger, habe ihre Diktums nicht vergessen und wiederhole sie wohl täglich. Wir beide dürfen uns nicht trennen, solange wir atmen. Schlagen Sie zu und stillen Sie bald die Sehnsucht Ihres treuen Freundes. Gens. Oh, welch amüsanten Busen führe ich in mir. Noch immer labe ich mich an dem Buch der Lieder. Das Lebenstheater darin wird immer reicher. Nichts vergeht, weil es lange her ist. Zensur macht Heine zum Opfer seines Spotts. Allein ein vollständiges Verbot seiner Schriften kann die Gefahr beheben. Welche Zensur könnte ihm beikommen? An Gens. Dieses Gedicht findet sich in Rahls Tagebuch. Den 10. März 1831. Wo nimmst du den Mut zu so viel Feigheit, solcher verbrecherischer Schlaffheit her? Ich denke häufig an sie. Könnte eine Freundin fragen, wäre eine Freundin dir sie noch? Es tut mir wohl, von ihnen verstanden zu werden. Und sie verstehen mich besser, als ich sie verstehe. Dein zerronnen Herz liebte niemand als dich selbst. Denn sie waren stets ein tiefes, rätselhaftes Wesen, dem man nur folgen kann, wenn man fortdauernd mit ihm lebt. Und so hast du niemand denn geliebt. Ich hingegen bin ein altes Kind, von höchst einfacher Konstruktion, dessen Schwächen und gute Eigenschaften ein scharfes Auge wie das ihrige mit einem Blick durchdringt. Wie ein Kind zum Munde alles führet, so bist du geblieben kindisch. Und mit Recht, möchte ich fast sagen. Beugt euch, Menschen, tief. Dann könnt ihr euch erheben. Weil du keine Beute machtest zu dem Einsatz neuen Lebens, hast das Alte auch nur vor dir, bist du fleißiger geworden. Bist du fleißiger geworden. Böses, altes Kind. Der Faule muss alles nachholen, noch einmal beginnen. Bei harter Strafe und Schmerz, bei hartem Befinden. Wir versuchen alle und oft faul zu sein, aber wir müssen es nicht bleiben. An die Fürstin Pückler, Muskau, Freitag, den 9. Dezember 1830. Soll ich Klagen führen, teure Fürstin? Zweimal schon war ich vor ihrer Türe, ohne ihre Durchlaucht wissen lassen zu wollen, dass ich unten sei. So völlig unmöglich war es mir, hinaufzusteigen. In der Art wie jetzt glaube ich noch nicht gelitten zu haben. Alle Stunde nehme ich ein Glas Champagner wie Medizin, um nicht ohnmächtig zu sein, beim stillsten Stillliegen. Das Blut ist erhitzt, gesund oder krank, für sich tätig, immer ihre Ergebende. Friederike Farnhagen. Krankheiten, wie Epidemien oder Seuchen sind nicht als ein Besonderes zu fassen. Krankheiten, die Epidemien oder Seuchen sind nicht als ein Besonderes zu fassen. Ein kranker Organismus ist einer, in dem ein Teilsystem oder ein Organ durch Widerstand gegen das Ganze dessen Flüssigkeit hemmt. Etwas, das sich unterordnen soll, macht sich selbstständig. Das Blut ist erhitzt, entzündet, für sich tätig. Disproportion. Das finde ich bei Hegel in seiner Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften von 1830. In den 1820er Jahren soll er oft in der Farnhagischen Wohnung in der Französischen Straße gewesen sein. Dies ist eine Bürgerhotline zur Abklärung von Verdachtsfällen. Derzeit ist die Hotline stark frequentiert, weshalb es zu Wartezeiten kommen kann. Die Cholera. Wir bitten Sie deshalb um Geduld und Verständnis. Im Sommer 1831 breitete sie sich von Osten her in Preußen aus. Im September gibt es erste Fälle in Berlin. Sie können aber auch gerne weiter warten. Leben ist Selbstbewegung und Selbstbewegung. Der Tod kommt daher nicht von außen. Der Tod kommt daher nicht von außen. Ein Tod des Individuums. Er ist ein Tod des Individuums aus sich selbst. An einer Krankheit oder am Alter zu sterben, gehört zum Begriff des Individuums. Wobei älter werden und kränker werden, nicht gut getrennt werden können. Der Organismus ist von Haus krank. Tagebuch. Ich verlange ein besonderes, persönliches Schicksal. Ich kann an keiner Seuche sterben. Ich will allein an meinen Übeln sterben. Das bin ich, mein Charakter, meine Person, mein physisches, mein Schicksal. Nie bleibe ich mehr bei solcher Pest, wenn ich fliehen kann.
Solche Krankheiten sind miasmatisch. Sie verbreiten sich durch Ausdünstungen des Bodens, die von Abfällen verursacht wurden, oder über die Luft. Es muss aber nicht sein, dass die Übertragung von einer Person auf die andere durch Inhalation erfolgt. Viel wahrscheinlicher ist die Ansteckung über Trinkwasser und die Verbreitung über das Verdauungssystem. Es muss einen zweiten Weg der Verbreitung geben. Die Cholera, die ist zunächst ortsgebunden, atmosphärisch entstanden und hat sich dann durch Kontakte verbreitet. Es gibt tausende von Beispielen, wo Menschen der Ansteckung ausgesetzt waren, aber nicht erkrankten. Und umgekehrt Leute auf hoher See erkrankten, ohne in Kontakt mit schon Angesteckten gewesen zu sein. Wie lässt sich die Häufung der Krankheit in Flussgebieten mit der Ansteckungstheorie vereinbaren? So doch persönliche Übertragung in alle Richtungen dieselbe sein muss. Am 1. September erklärt die Berliner Gesundheitskommission in der Preußischen Staatszeitung die Stadt für infiziert. 5 Tage später gibt es 64 Fälle. Am Ende, im Februar 1832, werden bei 2200 Erkrankten in einer Bevölkerung von etwa 240.000 Menschen etwas mehr als 1400 an der Seuche Gestorbene gezählt. Das waren im Grunde wenig spektakuläre Zahlen in einer Gesellschaft, in der die Leute an allen möglichen Krankheiten starben. An Ludwig Robert in Karlsruhe. Berlin, den 3. August 1831. Königsgeburtstag, 10 morgens. Was sagst du zu dem Auflauf in Königsberg? Lies die Staatszeitung von gestern datiert. Kein Spaß. Das geht nun weiter wie Hepp-Hepp. Aber unsere Verbrecher sind es wirklich und verdienen zur Besinnung bringende körperliche Strafe. Denn ich behaupte, in unserem Land ist kein einziger so zurück, dass er glaubt, man wolle ihn von einer Behörde aus vergiften oder dergleichen. Also ist es Lug, Bosheit, Ausgelassenheit. Den Schutz des Volkes übernahm die Polizei, steht in einem Werk über diese Zeit. Um das Volk zu beruhigen, gab die Regierung in Berlin falsche Krankheitsziffern aus. Denk dir, dass einem hier die Domestiken erzählen, 2 Juden hätten hier die Brunnen vergiftet. Ich hörte es auch schon. Auf Veranlassung des Geheimrats Rust, des Gesundheitskommissars, gingen die Berliner möglichst nur noch mit einer Wachsmaske aus. Nachbarn erkannten einander nicht wieder, hielten einander für Gespenster oder vermummte Einbrecher und starren aufeinander los. Täglich wächst der alte Unfug in solchem Maße, dass ich mich doch noch wundern muss. Und alles gelangt an meine Ohren. Man räuchere, man sperre ab, man desinfiziere das Geld und die Waren. Was alles Scharlatanerie und nebenbei ziemlich nutzlos war. Hier. Berliner Cholera-Zeitung, redigiert von Medizinalrat Johann Ludwig Kaspar im August 1831. Da für den Fall eines Ausbruchs der Krankheit bei einem Menschen durchaus keine Zeit verloren gehen darf, so empfehle ich bis dahin, wo ärztliche Hilfe zur Stelle sein, folgendes Verfahren. Alsbald, wenn der Kranke die ersten Zeichen der Krankheit bemerkt, als Druck in der Herzgrube, Schmerzen und Kollern im Unterleibe, Angst, Schwindel, Kühlwerden des Körpers, Übelkeit, Erbrechen, muss er sich in ein erwärmtes Bett legen und von dem umstehenden Tee Nummer 3 fortdauernd und große Quantitäten, so heiß er kann, trinken. Jetzt lauter Diätregeln. Nur, dass man nicht hungert essen. Nur Fleisch, Suppe, stärkeren Kaffee, Ingwer, eingemacht und rohen gerieben an Brühe. Sehr zweckmäßig sind der Hempelsche Dampfbadekorb, zu haben bei den Herren Gropius im Diorama, oder der Schneidersche Dampfapparat, Leipziger Straße Nummer 39. Sonne ins Zimmer scheinen lassen, dann zu. Nach dem Dampfbade wird der Kranke wieder ins Bett gebracht. Will man später noch Luft? Sternenluft, die mit Bernsteinrauch gemildert. An Rahl in Berlin. Baden-Baden, den 9. und 10. September 1831. So war es denn unvermeidlich, denn es ist geschehen. Die Cholera ist in Berlin. Ein großes Wort, aber ich spreche es keineswegs gelassen aus. Alle Briefe und andere Papiere müssen behufs ihrer Reinigung geräuchert werden, heißt es in einer Verordnung des preußischen Ministeriums des Innern und der Polizei vom Juni 1831. Auch ist es weniger die Todesgefahr, in welcher ihr schwebt, noch die eigene, in die ich unfehlbar auch geraten werde.
was mich ängstigt und zu jedem ruhigen Beginnen unfähig macht? Ist die Besorgnis vor Pöbelaufruhr und momentaner Auflösung aller Ordnung in einer so großen Stadt wie Berlin, in welcher so viel Gesindel, so viel aufgeputzte Armut und eine bis an Naivität grenzende schlechte Polizei existiert? Mein erster Blick in die Staatszeitung ist daher auf die Kurse als auf den Barometer der öffentlichen Ordnung gerichtet. Und die hohen Kurse der preußischen Papiere und das noch Theater ist, bleibt mein einziger Trost bis heute. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass einer von uns von der Krankheit ergriffen werde. Preußen singt täglich in der öffentlichen Meinung, was mein altes royalistisches Herz sehr schmerzt. Die neuesten Bücherverbote und die lächerliche Weisung, dass den Schulkindern keine kalligraphischen Vorschriften, die von Politik handeln sollen, vorgelegt werden. Da bleibt ja nichts übrig, als dass man schweigt. Schalem Lechem. Dore grüßt aus ihrem Herzen. Ich, Pauline. Und komm nur nicht im Juni, sondern schon im Mai hierher. An Pauline Wiesel bei Ludwig Robert in Baden-Baden. Nur zwei Worte, teure Pauline. Ich leide an einem nervösen Augenübel, welches mir zu lesen, aber nicht zu schreiben erlaubt. Ich habe von Schwester Meier 17 Stück Friedrichsdor für Sie. Die Post nahm nichts an, wegen Cholerasperre. Zwar habe ich in der Cholera-Zeitung die Namen der Kranken gelesen und gesehen, dass meistens nur Leute, die sich nicht schonen können, befallen werden. Eingeschränkter Betrieb. Und doch hatte ich in den ersten Tagen schon erfahren, dass ein Freund gestorben war. Und muss doch immer denken, dass ihr und vielleicht auch du ängstlich bleibt. Gutes bewirkt aber die Krankheit gewiss, wie alles, was von oben kommt. Und wer ist das Furchtbarste? Im Foyer der Humboldt-Universität steht zwar kein Gründungsstein, aber ein Zitat von Karl Marx. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. 14. November 1831. Hegel ist tot. Die ganze Stadt ist wie von einem Schlage betäubt. Professoren lassen ihre Vorlesungen ausfallen. Michelet spricht vor Studenten davon, der Tod sei in das Innerste der Philosophie eingedrungen. Hegels Freund und Rektor der Universität, Mar Heinecke, spricht in der Trauerrede: Der Tod hat uns von ihm nur entrissen, was nicht er selber war. Hashtag wir sind Humboldt, du auch? Was die Politik betrifft, so werden mir die einzelnen Vorfälle täglich gleichgültiger. Je mehr ich mich in meine alte Überzeugung verbeiße, dass der Kampf, die Unruhe, die Unbehaglichkeit, das Kreisen der Welt nur äußere Symptome einer Krankheit sind, die ihren Sitz in der Kirche hat. Diese ist nämlich zu einer unbrauchbaren Ruine zusammengefallen. Der vornehmste Mensch muss besser werden, als es jetzt der leidendste ist. Einblicke, Brüder, Humboldt, Forum, Geschichten, Passage. Aber uns ist eine entsetzliche Lücke gerissen. Sie klafft unausfüllbar uns immer größer an, je länger man sie ansieht. Hegel war eigentlich der Eckstein der hiesigen Universität. Auf ihm ruhte die Wissenschaftlichkeit des Ganzen. In ihm hatte das Ganze seine Festigkeit, seinen Anhalt. Von allen Seiten droht jetzt der Einsturz. Solche Verbindungen des tiefsten allgemeinen Denkens und des ungeheuersten Wissens in allen empirischen Erkenntnisgebieten fehlt nun schlechterdings. Was noch da ist, ist einzeln, für sich, muss erst die höhere Beziehung aufsuchen und wird sie selten finden. Auch fühlen es alle, selbst die Widersacher, was mit ihm verloren ist. Universität, Diskurs, Transkript, Self-Education. Die erneute strenge Zensur in Preußen ist aber nicht gut und der Bundestag von übel. Dass doch niemand Maß halten will in der Welt, weder Börne noch Metternich. Grüß Pauline, sag ihr, die Welt geht noch so, wie sie es Gens in Moabit sagte vor 30 Jahren. Hartes Wort, jedoch, wie man's nimmt. Man sollte nur nicht wissen, wie alt man ist. Soeben kommt ein Brief von Pauline und dir. Merkwürdiger Brief von Winter 32? Von Paulinen. Café, Dito. Neben der Adresse steht in ihrer Schrift eine Art Einkaufszettel. Dito Marille, Orange, Regrün, Dito Marille, Vanille. Orange, Regrün, Ü, Vanille. Adresse A Madame de Warenhagen, Mauerstraße 36, Aberlau. Manque de papier. Ich habe kein Papier, denn es Car ist 11 Uhr abends. Dienstag, der 12. Dezember. Mardi, le 12 décembre. Wunderwetter.
Vous voulez donc encore me revoir? Sie wollen mich also noch einmal wiedersehen. Sie wünschen es sich also ebenso wie ich. Ich lebe in ein luftiges Grab. Denk nur an die nicht mehr sind. Lebe, spreche stundenlang auf meiner Galerie nur mit ihnen. An Ludwig Robert in Baden. Montag, den 20. September 1831. Vormittag 22:30. Bis jetzt schönes Wetter. Jetzt zuerst die Sonne hinter Wolken. Ich in der Wohnstube an meinem englischen Tisch. Alles gelüftet. Farnhagen schon aus. Ich lag krank seit 5 Tagen zu Bette. Meine Übel, Nerven, Brechen und so weiter. Mich unterhält, tröstet und stärkt allein Gutes tun. Sorgen, besorgen. Täglich gebe ich Pakete, Sachen. 2, 3, 4, 5, auch 6 Taler. Kaffee allen Menschen, dem Zeitungsmann, allen, die kommen. Die Wohltaten sind noch nicht allgemein genug, doch schon stark. Juden geben in jeder Liste mit größerem Mute. Eines ist gewiss gut, dass nämlich jetzt von Seiten der Stadt, des Gouvernements, der Kommissionen richtig und streng auf die Reinlichkeit, die Lüftung und Bekleidung der Armenklasse gesehen wird. Es kommen täglich Leute und sehen nach. Bliebe dies auch in gesunden Tagen so. Es ist nicht wahr, dass die Wohlhabenderen dazu nicht Zeit haben. 1000 und 1000 Frauen und Männer haben nichts anderes zu tun. Aber sie sterben lieber vor Langeweile und Unart aller Art, der Verschwendung, des Klatsches und der Prahlerei. Teurer Louis, wenn man zum Beispiel in der Allgemeinen Zeitung einen Artikel aus Berlin schrieb, dass es beschlossen ist, dass für der ärmeren Reinlichkeit Beschäftigung und Kleidung auch in gesunden Tagen fortgesorgt werden würde und dies der Ertrag menschlicherweise gesehen von der schweren Prüfung sein soll, mit Lob für die Berliner, einzige Weise, sie und andere anzufeuern. Du siehst, Gott ist uns gnädig. Die Krankheit nimmt nicht sehr zu. Mehrere genesen. An Friederike und Ludwig Robert in Baden. Berlin, den 21. Juni 1832. Goethe, Gens, Hegel, alles tot. Bleibe du nur leben. Ich habe nur noch ein paar. Was diese Namen in mir in Brust und Geist aufregten, wirst du dir denken. Wir wollen alle zusammen sterben, sagte Lise, denn braucht keiner zu weinen. Sie meint in den schönen Garten gehen, wie ich ihnen den Himmel explizierte. Von der Nacht des Freitags zu Sonnabend rettete mich ein Aderlass. Was ich vorher litt, bleibt ein ewiges Geheimnis zwischen Gott und mir. Eben kommt Elise in mein Bett, zu Füßen. Glück, Glück, Glück. Sie will absolut, dass ich schreibe. Mein Bruder Ludwig antwortet mir nicht, dem ich nach Baden, wo er wohnte, hingeschrieben hatte. Fragen, Zweifel. Und Dienstag endlich sagt man mir, er sei tot. An einem Nervenfieber, den 5. Juli. Worte sind blass. Schweigen heißt reden. An Rose in Haag. Beim Erwachen ist Robert weg. Der Tod unseres Bruders Ludwig hat mich sehr getroffen. Ich dachte beim Abschied nicht, ihn zum letzten Mal zu sehen. Ich habe ein großes Stück Leben und von dem Jüngern dadurch verloren. Viel dachte ich, viel lebte ich mit ihm in der Welt. Ich habe persönlich wenige Zeit mit ihm gelebt und meistens in Amsterdam. Ich habe ihn herzlich lieb gehabt. Du aber hast, wie ich aus deinem Brief sehe, einen viel herberen Verlust an ihn erlebt. Kurz, es ist der Tod, den wir nicht verstehen, nächst dem Leben. Deine dich herzlich Deine liebende Schwester Rahel. Rose. Ich hatte im Namen von Rahel, die wegen Krankheit nicht konnte, das an sie gerichtete Billett vom Ersten beantwortet und nachschriftlich den Wunsch ausgedrückt, der Minister von Humboldt möchte für die Jahrbücher der Kritik den eben zu erwartenden vollendeten goethischen Faust rezensieren. An Pauline Wiesel in Baden-Baden. Ich gebrauche seit 6 Tagen Homöopathie von Hofrat von Necher, dem Leibarzt des Herzogs von Lucca, der hier ist, und hoffe. Farnhagen war 6 Wochen mit mir zugleich in seinem Bette gefährlich krank. Wir konnten nicht zueinander. Liebe Pölle, schreiben Sie mir von sich. Ich kann nicht mehr.
Sie sind der erste und einzige Mensch, dem ich schreibe. Adieu, adieu. Farnhagen darf nicht wissen, dass ich so krank schreibe. Adieu. Es mochte nach Mitternacht sein und ich lag noch wach. Als Dore mich rief, ich möchte kommen, es sei sehr schlimm. Verfügungen. Seit dem Augenblicke, dass ich weggegangen Frankfurt war, hatte Rahl anstatt die gehoffte Ruhe April zu finden, 1816. mit stets anwachsenden Beschwerden zu ringen gehabt, die jetzt in völligen Brustkrampf übergegangen waren. Bei meinem Tod für mich ich fand sie in einem Zustand, der wenig geringer schien als der vor 6 Tagen. Nämlich mich ohne allen Putz in einen schlechten Sarg. Die für solchen Fall dagelassenen Mittel wurden eifrig angewandt, allein diesmal mit minderem Erfolg. Noch einen nur im Mindesten schwer zu öffnenden Deckel hatte. Der schreckliche Kampf dauerte fort. Mein Sargdeckel soll von Glas sein. Und die teure Leidende, und wären es auch, in Dores Armen sich welches windend, ich sogar will, rief mehrmals, der Andrang gegen die Brust sei nicht auszuhalten, es stoße ihr das Herz ab. Der Sarg ab. Selbst wird nicht in die Erde fürchterlich rang gegraben, dabei das Atemholen, sondern in ein, wenn auch nachdem noch sie geklagt, so dass es ihr auch den gesetzt, Kopf angreife, etwas wie ein sie darin wie eine Wolke fühle, Wachthäuschen bei Bauern, lehnte sie sich zurück. Oder dergleichen. Eine Täuschung, dass Linderung eintrete, blitzte nur auf, um für immer zu erlöschen. Dir, mein August, die Augen waren gebrochen, vermag ich nichts der Mund sagen. Verzogen. Zehre an meinem Leben. Die Glieder gelähmt. Freu dich deines. In diesem Zustande fanden sie die herbeigerufenen Ärzte. Mache, wie du es kannst. Sie versuchten ihr noch einige Mittel einzuflößen. Allein der Nervenschlag, der sie getroffen hatte, machte jede Hilfe vergeblich. Nach 1,5 Stunden bewusstlosen Daliegens, währenddessen sich nur noch die Brust in gewaltsamen Zügen regte, hauchte dies edle Leben den letzten Atem aus. Es bleibt alles wahr. Rahel, Antonie, Friederike. Und so weiter. Der Anblick, den ich kniend an ihrem Bette fast leblos aufnahm, drückte sich glühend für ewig in mein Herz. Es hat sich ausgegnädigte Frau. Dore. Nennt mich Rahl. An Farnhagen. Freitag, den 22. Juli 1808. Sie haben keine Vorstellung, mit welchem Schreck ich erwache. Ich dachte, ich will es Ihnen schreiben und nahm den Band Goethe in die Hand. Da lag er neben mir und ich wie verzweifelt neben ihm. Ein Fest war sonst ein neuer Band Goethe bei mir. Ein lieblicher, herrlicher, geliebter, geehrter Gast, der mir neue Lebenspforten zu neuem, unbekannten, hellen Leben gewiss erschloss. Durch all mein Leben begleitete der mich unfehlbar. Und kräftig und gesund brachte der mir zusammen, was ich, Unglück und Glück, zersplitterte und ich nicht sichtlich zusammenzuhalten vermochte. Mein Freund, mein einziger Freund neben mir, und wir beide tot. Tot. Mein Frühstück blieb noch ein wenig lange, und einen Augenblick ließ es die Angst doch zu, dass ich das Buch nahm und finde gerade, was mir ist. Seite 14 sagt die lustige Person vieles, und am Ende, so gib mir auch die Zeiten wieder, da ich noch selbst im Werden war, da sich ein Quell gedrängter Lieder ununterbrochen neu gebar, da Nebel mir die Welt verhüllten, die Knospe Wunder noch versprach, da ich die 1000 Blumen brach, die alle Täler reichlich füllten. Ich hatte nichts und doch genug, den Drang nach Wahrheit und die Lust am Trug. Gib ungebändigt jene Triebe, das tiefe, schmerzvolle Glück, des Hasses Kraft, die Macht der Liebe. Gib meine Jugend mir zurück. Mein Freund hat es auch diesmal für mich ausgesprochen, und niemals will ich an dem nun verzweifeln. Allen Dank, alle Zärtlichkeit hat er wieder in mir aufgeweckt. Es ist jetzt schon bald 2 Uhr. Kommen Sie, wenn Sie wollen. Kommen Sie. Rahel, damit Sie mich kennen. Hörspielserie von Christine Nagel. Teil 10. Die Pockenmaterie muss raus. Mit Clara und Dagmar Manzel, Inka Löwendorf, Max von Pufendorf, Franziskus Klaus, David Striesow, Linda Blümchen und vielen anderen. Akkordeon, Eva Zöllner. Komposition und Klavier, Dietrich Eichmann.
Ton und Technik Nikolaus Löwe, Eileen Dibowski, Ulrich Hieber, Martin Selig und Wenke Decker. Regieassistenz Jonas Kühlberg. Regie Christine Nagel. Dramaturgie Juliane Schmidt. Wir danken Thomas Lackmann von der Mendelssohn-Remise, Wolfgang Kunze und Heinz Stephan vom Förderkreis 1813 Wartenburg e.V., der Berliner Humboldt-Universität, dem Berliner Humboldt-Forum sowie den Berliner Verkehrsbetrieben für die freundliche Unterstützung. Die Komposition wurde gefördert von der Kunststiftung Sachsen-Anhalt und der Klosterbergische Stiftung. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2021. Ein Podcast von RBB Kultur.